ICE-Brecher. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 20 Trade Simple 4. Der Danny spielt das. Guten Morgen. Heute werden wir einen Geschwindigkeitstest auf der neuen ICE-1-Strecke durchführen. Diese neue Strecke besteht aus einer direkten Verbindung von Kassel-Wilhelmshöhe nach Würzburg. Ja, und das ist heute unser Job hier, diesen ICE-1 mal ordentlich auf Geschwindigkeit zu bringen. So, als allererstes sollen wir mal den SWB-Schalter ausstellen, denn wir fahren heute komplett ohne Zugsicherungssysteme, zumindest einen gewissen Teilabschnitt. Und um die Geschwindigkeit zu erreichen, müssen wir natürlich ohne jegliche Zugsicherungssysteme fahren. Das ist ja völlig klar. Die sollen wir auf Feld stellen. Die sollen wir auf Zugbereitstellung. einstellen. Das Zugbereitstellung. natürlich noch entriegeln, sonst funktioniert es nicht. So, jetzt da der Zug vorbereitet wurde, können Sie den Zug in Bewegung setzen und mit dem Geschwindigkeitstest beginnen. Aus diesem Grund haben Sie die Erlaubnis erhalten, die Geschwindigkeitsbegrenzung bis maximal 300 km/h zu überschreiten. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Können uns hier noch ein wenig umschauen. Dort fährt gerade ein anderer ICE-1 ab. Wir haben allerdings jetzt die Aufgabe, hier abzufahren Richtung Würzburg. Und würde sagen, wir machen hier noch ein schickes Foto. Und dann lösen wir die Bremse und schalten volle Pulle auf, damit wir jetzt mal auf Geschwindigkeit kommen. Als allererstes sollen wir mal die 100 km/h erreichen. Ich denke, das sollte noch das geringste Problem sein. So, auf geht's. Fahren hier natürlich ohne Passagiere. Ist ja logisch. Also wir fahren ohne LZB, PZB und SIFA. Fahren komplett ohne Zugsicherungssysteme. Wunderschön. Dann springen wir hinein. Ich würde sagen, die 100 km/h sollten wir gleich erreicht haben. Ja, bin schon bei 85. Das stellt jetzt das geringste Problem dar. Interessant wird es dann nachher bei den 300, ob die dann spielend erreichen werden oder nicht. Die 100 haben wir erfüllt. So, jetzt sollen wir die 140 erreichen. Auch das, denke ich, sollte kein Problem sein. Wie wir uns hier in die Kurve legen. Ein traumhaftes Bild. Wunderschön. So, auch die 140 sollte man dann jetzt hier im Moment erreicht haben. Ach, wir haben die schon erreicht. Ja, sollen wir 180 erreichen. Ich denke, auch das werden wir spielend schaffen. Auch das haben wir erfüllt. Wir werden jetzt versuchen, unsere Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Versuchen Sie, sie zu erreichen, bevor wir in Fulda ankommen. Ja, das sollte man hinkriegen, hoffe ich. Genau. Wobei das immer so eine Sache ist, hier auf dieser Strecke geht es, wie ihr es ja kennt, immer mal wieder bergauf und zwar steil bergauf. Das ist alles andere als einfach, aber wir werden alles versuchen, das vor Fulda hinzubekommen. Im Moment ist Steigung, zwar nicht viel, aber haben wir denn schon, ja, die 220 haben wir erreicht.
Bis 300 ist natürlich noch ein ganzer Schritt. Jetzt geht es erstmal wieder bergauf. Das bremst uns natürlich. Aber wo es bergauf geht, geht es auch immer wieder bergab. Das ist auch eines der wenigen Szenarien, wo man wirklich mal keine Zugsicherungssysteme braucht, wo man sich nicht auf irgendwelche Signale oder um irgendwelche Signale kümmern muss. Man einfach nur den Hebel auf den Tisch legt und Geschwindigkeit erreichen will. Man praktisch die Erlaubnis hat, mal wirklich volle Leistung zu geben und einfach mal schauen, was der Zug kann. Geschwindigkeitsmäßig. Nur leider haben wir jetzt im Moment hier ordentlich bergauf. Ihr seht es ja, 1,2%. Das bremst uns natürlich. Aber ich denke, das gibt sich gleich. Irgendwo geht es auch gleich wieder bergab. Und dann werden wir den 300 entgegenfahren, hoffe ich doch. So langsam relativiert sich das. Es ist nur noch 0,4% oder 0,1% und das macht sich natürlich sofort in der Geschwindigkeit bemerkbar. Ihr seht es, es geht nach oben. Dort wartet ein anderer ICE1 auf Weiterfahrt. Da muss uns natürlich passieren lassen, weil wir hier priorisiert sind durch unseren Geschwindigkeitstest. Schaut euch doch mal diese wunderschöne Aussicht hier an. Das ist doch einfach nur genial, oder? Einfach nur genial. So, jetzt geht es im Moment bergab. Oh, sehr schön. Wir sammeln Geschwindigkeit ohne Ende jetzt. 1% Gefälle. Das müsste sich sofort auf unsere Geschwindigkeit bemerkbar machen. Genau. 250 haben wir gleich. In diesem Augenblick. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So kann es weitergehen. So, dann haben wir gleich 270. Ah, jetzt geht es wieder etwas stark bergauf. Nochmal nach Rot, das kann ja wohl nicht sein. Lieber Gott, warum haben wir rotes Signal? Wir haben einen Geschwindigkeitstest. Das kann ja jetzt wohl nicht stimmen, oder? Ich hoffe mal, dass das nicht für uns ist. Ja, es ist gerade grün geworden. Habt ihr das gesehen? Das war in allerletzter Sekunde. Dieses Signal hier war es. Es ist umgesprungen. Das war haarscharf. Das hätte aber wirklich keine Sekunde später umspringen dürfen, du. Holla die Waldfee. Das war knapp. Ich hätte auch nicht mehr bremsen können, absolut nicht.
führt man hier nichts an, einen Geschwindigkeitstest durch, hat die Erlaubnis hier 300 zu fahren und dann kommt plötzlich ein rotes Signal. Alter Schwede, ey, da kriegst du auch mal mit der Panik. So, 284, das haben wir natürlich wieder ordentlich bergauf hier. Das bremst uns wieder deutlich. Naja, da müssen wir jetzt durch. Das ist ein kleiner Abschnitt. Wir werden das auf jeden Fall bis Fulda schaffen, da bin ich mir relativ sicher. Weil sonst wäre das Szenario ja sinnlos. So, wir fahren und fahren. Da steht wieder ein ICE-1, ein anderer. Ich denke mal, der muss wieder warten, bis wir vorbei sind. Ja, der hat Schlussleuchten an, genau. Er muss wieder warten, bis wir vorbei sind. Also wir haben absolute Priorität. So, es sollte es aber bitte gleich mal wieder langsamer oder langsam bergab gehen, damit wir mal unsere 300 voll kriegen. Weil im Moment geht es rückwärts statt vorwärts. Und ja, wir waren schon bei 286. Und jetzt wieder bei 256, also 30 km/h runter. So stark werden wir hier gebremst durch das Bergauf. So, jetzt aber komm. Immer noch 0,4%. Wir haben eine Streckengeschwindigkeitserlaubnis von 400 km/h. Da sind wir natürlich schon weit von entfernt. Na komm schon. Jetzt aber. Jetzt geht's bergab. Jetzt kommt das Gefälle. Ja, jetzt, hat man, jetzt kommt das, was wir vorhin bergauf hatten, jetzt kommt als Gefälle. Das hilft natürlich sehr. Ihr seht es, sofort geht die Geschwindigkeit hoch. Sind wir wieder bei 280. So, ich denke, es sollte jetzt klappen. Ich glaube 10 km/h noch. Das ist jetzt. Die letzten 4 km/h gönnen sie uns jetzt nicht. Jetzt müssen wir noch mal eine kleine Durchstrecke haben. Das bremst uns jetzt natürlich wieder mal. Kurz vor knapp, aber nichtsdestotrotz, das schaffen wir auch noch. Ja, bitte.
schon weniger. Na komm schon, jetzt geht's runter. Endlich. War noch nicht genug, das reicht doch nicht. Jetzt. Jetzt hält uns nichts mehr auf, jetzt sollten wir es schaffen. 298, 299, 300. Ziel erfüllt, perfekt. Würzburg Hauptbahnhof. 119 Kilometer. Ist jetzt unser nächster Ort, an dem wir anhalten sollen. Zumindest ist laut der Meldung. Noch an einem Ort anhalten, Würzburg Hauptbahnhof. Reduzieren Ihre Geschwindigkeit auf 100 km/h. Ja. Jetzt fahren wir erstmal so weiter. Oder 18 km/h haben wir mittlerweile drauf. Unseren Geschwindigkeitstest haben wir auf jeden Fall erfolgreich beendet oder absolviert, wie auch immer. Da fahren wir hier mit über 320 Sachen durch die Landschaft. Sehr, sehr nice. Dazu das Funken beim Stromabnehmer an der Oberleitung. Einfach nur genial. Einfach nur genial. So, wir fahren im Moment 324 km/h. Jetzt geht es natürlich wieder nach unten, weil wir bergauf fahren. Aber wir haben unseren Geschwindigkeitstest absolviert. Ich weiß gar nicht, kann der die 400, die kann er ja gar nicht erreichen. Der fährt ja bloß. Da ist bloß 300 irgendwas. Mein Gott, diese Tunnel. 30 dürfte der höchstens fahren. 280. Die hat er locker überschritten, würde ich mal sagen. Die hat er locker überschritten, das auf jeden Fall. Okay, der hat eine zulässige Geschwindigkeit von 280 im Regelbetrieb natürlich nur. Wir hatten jetzt die Erlaubnis, die über 300 km/h zu fahren, die der Zug ja locker schafft. 330 ist, glaube ich, Höchstgeschwindigkeit vom ICE1. Also von daher, also es ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit 280. Er kann mehr, darf aber nicht mehr. Nur wir hatten jetzt die Erlaubnis, auf diesem Streckenabschnitt schneller als die zulässige Geschwindigkeit von 280 zu fahren. So, da müssen wir auch bald Fulda erreichen. Weil von Fulda nach Würzburg sind es dann noch genau 86 Kilometer. Wir haben jetzt 100 Kilometer erreicht, also es sind noch genau 14 Kilometer bis Fulda. Sicherheit gleich unsere Geschwindigkeit reduzieren müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit über 280 Sachen
durch Fulda fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, noch 10 Kilometer bis Fulda. Den Abschnitt auch erreicht. Dann werden wir mit Sicherheit gleich ordentlich abbremsen müssen. Ist gleich noch 5 Kilometer. Wir nähern uns Fulda, verlangsamen Sie, während Sie den Bahnhof passieren. Ja, das werden wir jetzt natürlich tun. Und zwar gehen wir runter auf 100. Das haben wir erreicht. Aber 220, ne, wir bleiben bei 100. Weil das, ich weiß, dass im Fulda nur mit 100 km/h passieren dürfen. Wenn da jetzt im Moment noch 220 steht, aber das ist nicht richtig. So, das haben wir auch erreicht. Dann jetzt Fulda Bahnsteig passieren am Modgas, über Modgas fahren, in Burgsinn anhalten. So, hier ist 80, das zeigt er mir an. Und noch ist 100, übrigens 210 im Moment. Ja? Ja, also in der Art. So, damit haben wir dann schon die ersten 86 Kilometer absolviert. So, jetzt kommen nämlich die 100, die angesprochenen. Ein bisschen langsamer werden hier. Vielleicht noch ein rotes Signal, so wie ich das sehe. Fahren wir mal ein bisschen langsamer hier durch den Bahnhof, weil da kommt ein rotes Signal. Nicht, dass wir da irgendwie drüber sausen. Das wäre jetzt doof. So, jetzt haben wir grün, dann können wir weiterfahren. Gute Arbeit, fahren Sie weiter bis nach Burgsinn. Ja, das werden wir tun. Das heißt, wir schalten wieder auf. Noch 100 km/h im Moment erlaubt.
Die Nadel ist grün, das ist gut. Das fahren wir erstmal über Modgas drüber. Das sind 31 Kilometer. So, dann fahren wir schön durch Fulda. Unser Geschwindigkeitstest haben wir bravourös absolviert, ohne Probleme, haben alle Ziele erfüllt. Genau so, wie es sein soll. So, dann steht, seht doch mal, was da Schönes drum steht. Jede Menge Güterzüge, Autotransporter und so weiter. Wunderbar. Oh, traumhaft. Hier steht noch ICE. Wunderschön. Einfach nur genial. So, dann können wir aufschalten. 140. Gleich 200. Dann fahren wir jetzt über Modgas, dann halten wir im Burgsinn an. Ich schätze mal, dass wir dann die Zugsicherungssysteme wieder einstellen oder einschalten dürfen. Und uns dann ganz normal nach Würzburg begeben werden. Dort unser Szenario beenden. So. Ach, wir sind jetzt bei 70. Das wäre schon bei 90. Ah, da können wir noch ein bisschen drauflegen. Ja. Modgas Gleis 103 werden wir durchfahren oder einfahren, wie auch immer. Mal gespannt, wie sich das Wetter hier hält. Im Szenario kann man das ja nicht einstellen. Daher ist es ein bisschen Zufall. So, das sollten wir die 200 aber erreicht haben. Ach, jetzt dürfen wir wieder 400. Ja, dann, lass gehen. Ja, dann, ist ja noch wunderschöner. Klasse. Dann zeig mal, was du kannst. Hast du ja im Prinzip schon, aber. Verschwindet er. Der ICE 1. Hinein in den Tunnel. Sehr, sehr nice.
Ist das eigentlich wirklich so in der Realität? Ich meine aber wohl, wenn die Züge aus dem Tunnel kommen in der Geschwindigkeit, dass das so eine Art Knalleffekt gibt. So eine, ihr wisst, was ich meine, ja? Wahrscheinlich durch den Luftzug. Punkte machen wir natürlich ohne Ende, weil wir die ganze Zeit unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Und das gibt jedes Mal 30 AP. Ihr seht es ja selber, 8160 haben wir mittlerweile gesammelt. Also das wird wieder ordentlich Punkte geben. Das Abschließen des Szenarios. So, 15 Kilometer noch. Haben wir denn irgendwelche Zeitangaben? Nee, sind völlig zeitlos. Also ihr seht es, wenn wir dann im Bootsinn angekommen sind, angehalten haben, sollen wir den LCB-Schalter wieder auf einstellen. Und dann können wir auch die anderen Zugsicherungssysteme wieder einstellen. 336 km/h haben wir erreicht. Wow. Gut, dass das hier schon steht. Also Wahnsinn. Naja, dann schauen wir mal, wie sich das alles ändert, wie sich das alles ändert. Es geht erstmal bergab hier. Aber in diesem Spiel ist ja sowieso alles möglich. Mit der BR 110 über 170 km/h fahren. Das ist alles möglich. Ihr habt es selber gesehen auf meinem Kanal. Also, ja, es ist alles möglich. Man kann ohne Oberleitung fahren. Das ist auch möglich in diesem Spiel. Wobei das alles noch im TSW 3 war, das sei dazu gesagt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt hier sich im TSW 4 verhalten wird oder verhält. Es war alles noch im TSW 3, diese ganzen Sachen. Von daher will ich da nicht zu viel sagen, aber ihr habt selber gesehen, was alles möglich ist. So, jetzt haben wir die 300 gleich schon wieder erreicht. Aber immer noch 100 km/h von der Streckengeschwindigkeit entfernt. Also das muss man sich mal vorstellen. 400 km/h, also Wahnsinn. So, die 300 haben wir schon wieder geknackt. Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich gleich gespannt, wenn wir Modcast überfahren haben, wie weit es da noch bis Buxim ist. So, 1,5 Kilometer noch. Ach du Scheiße. Sind die behindert? Macht das scheiß Ding auf grün. Ey, macht das Signal auf grün. Macht das Signal auf grün. Die behindert. Macht das Signal bitte auf grün, bitte. Macht das auf grün. Macht das Signal. Oh, da wir uns schon im Boot sind, verlangen sie auf 100. Ja, das machen wir. Ey, habt ihr das gesehen?
war schon wieder so eng mit dem scheiß Signal. Er leckt mich doch am Arsch. Sorry, ist aber so. Du kommst damit über 300 Sachen angepasst und hast das Signal auf Rot. Alter Schwede, ey. Wieso soll ich 15 Kilometer vom Buchsinn auf 100 km/h reduzieren? Verstehe ich nicht. Aber egal, mach mal das halt. Vielleicht bin ich auch sonst den Signalen zu früh oder ich näher mich zu sehr einem anderen Zug. Kann ja alles sein. Deswegen auch vielleicht die Signale auf Rot zwischendurch. Ich weiß es nicht. Minuten haben wir gebraucht, von Fulda nach Modgas. Ihr seht's? 10 Minuten und 12 Sekunden. 8 Sekunden, 9 Sekunden. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So, ich glaube, es sagt niemand was, wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre, weil sonst dauert das eine Ewigkeit, bis wir im Buchsinn sind. Ich glaube, 140 wird wohl keiner was sagen. Ich muss so ein bisschen die Signale im Auge behalten. Nicht, dass da jetzt irgendwo ein rotes Signal kommt und wir können nicht mehr bremsen. Das wäre jetzt eher scheiße, weil wir haben nicht gespeichert. Mal im Moment holen. Nicht, dass durch irgendwelchen dummen Zufall doch noch was passiert. Und dann kann ich wieder von vorne anfangen, da habe ich gelinde gesagt keine Lust drauf. Das ist echt Hammer, ey. Da fährst du, dann kommst du mit 300 km/h auf das Signal zugefahren und es ist rot. Und es springt erst kurz vor knapp auf grün um. Der absolute Wahnsinn, echt der absolute Wahnsinn. Genau deswegen, aus diesem Grund fährt man auch mit bei solchen Geschwindigkeiten mit LZB, weil du das gar nicht, wenn du das selber, bis du das siehst, ohne LZB und dann eine Bremsung einleiten. Keine Chance, hast du keine Chance, du überfährst das Signal. So, im Burgsinn macht Sinn, stehen zu bleiben. Sorry, der musste jetzt sein. So, 6,8 Kilometer noch. Dann können wir erstmal anhalten. Unsere Zugsicherungssysteme wieder einstellen. Und damit LZB, PZB und SIFA bis nach Würzburg fahren.
schön die ganzen Container hier. Übrigens, man kann diese Symbole, hier diese Container und so weiter freischalten, indem man diese Meisterschaftsfahrten abschließt. Also die, ihr wisst, was ich meine, ja, diese Herausforderung. Tier 1, Tier 2 und so weiter. Wenn man das beides abgeschlossen hat auf einer bestimmten Strecke, dann kommen da Belohnungen, beziehungsweise dann diese Heißluftballons auf einer Strecke, auf einer anderen Strecke sind sie Container und so weiter. Müsst ihr euch mal so ein bisschen durchklicken. Zu finden ist das, wenn ihr auf Live geht und dann auf Meisterschaftsherausforderungen, da könnt ihr dann sehen, was ihr schon freigeschaltet habt, was ihr noch freischalten müsst, was es für Belohnungen gibt und so weiter. Falls ihr dann auch solche extra Dinge auf den verschiedenen Strecken sehen wollt. So, wir sind jetzt gleich im Boxing, das heißt, wir werden immer schon mal ein bisschen langsamer. Sollten wir auch. Ich noch ein bisschen schnell. Wolltest du nehmen? Ach, jetzt bleiben wir stehen. Deswegen. Das war jetzt ein wenig sehr heftig gebremst. Ach, aber auch das kommt vor. So, müsste ich jetzt gleich haben. Ja, können wir loslegen. Na komm. Was ist denn jetzt? Ach, jetzt mach keinen Scheiß. Geht doch. Das war jetzt meine Schuld. Ich habe ein bisschen zu feste gebremst, aber ich hatte ein bisschen Panik. So, dann halten wir da gleich mal an. So, stellen Sie die LCP-Schalter auf ein. Das werden wir natürlich tun. Zack, das haben wir erledigt. Sonst haben wir nach Würzburg fahren. Das heißt, wir werden ja auch natürlich die AFB, die VZB und SIFA einstellen. So, wenn hier noch die AFB einstellen, wie geht das denn jetzt nochmal? Ach ja, hier oben. So, das haben wir auch. Das heißt, das Ganze werden wir mal auf 40 fürs erste Mal stellen. Zack. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Und dann geht's los Richtung Würzburg. Ach,
Mist. Sorry, da wollte ich doch gar nicht. Da sind die Türen entriegelt. Kann passieren. So, die sind zu, da können wir loslegen. Auf geht's zum letzten Teilabschnitt nach Würzburg. 40 Kilometer. Ach ja, da war ja was. So, und dann werden wir gleich natürlich schneller fahren, ob wir auf der Hauptstrecke sind. Wer weiß denn, wo es da unten lang geht? Wer kennt diese Strecke, diesen Abzweig? Kann mir das jemand sagen, wo es da hingeht? Wäre schön, wenn ihr das, wenn mir das jemand in die Kommentare schreiben kann, wohin dieser Abzweig da geht. Ich weiß das leider nicht. War 2,50. Fahren wir jetzt gemütlich nach Würzburg. An sich ein sehr, sehr schönes Szenario, mit dem man, wie gesagt, sehr, sehr oder sehr, sehr selten in diesem Spiel mal die Höchstgeschwindigkeit des Zuges absolut testen kann. Ohne irgendwelche Streckenbegrenzung, Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter, ordentlich mal Hebel auf den Tisch legen, mal zeigen, was der Zug so kann. Das ist wirklich ein richtig schönes Szenario. Dazu die schöne Aussicht auf dieser tollen Strecke Kassel-Würzburg. Besser geht es nicht. So, sind jetzt noch genau 34 Kilometer.
gerade mal ganz kurz was am Schauen. Bin sofort wieder bei euch. Ich schaue nämlich gerade, ob ich das Szenario schon irgendwo hochgeladen habe. Abgeschlossen hat es nämlich noch nicht. Ich glaube, dass ich das wirklich noch nicht habe. So, jetzt irgendwelche Besonderheiten hier. Alles noch im grünen Bereich. Sehr gut. Sie verdrückt sich nicht von alleine. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, sehr schön. Das ist natürlich praktisch. So. Also das mit den 136 finde ich gut. Muss ich echt sagen. Wir dürfen 280. Aber wir scheinen zu Glück zu haben, zumindest mit dem Wetter. Also nach wie vor trocken, auch wenn es stark bewölkt ist. Und die Sonne lässt sich jetzt nicht so unbedingt sehen, aber es ist immerhin trocken. Wunderschön, wunderschön. Also mir fehlt ja noch der ICE. Mir fehlt ja definitiv noch der ICE 2 und auf jeden Fall der 4er bei Chainsaw World. Also der 4er wäre genial, der wäre wirklich saugenial, wenn der kommen würde. Bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren vielleicht wirklich Realität wird. Wer weiß, was die TG sich da noch so einfallen lässt. Und auf jeden Fall die BR218. Also wir auf jeden Fall.
13 Kilometer noch. Ah, jetzt werden wir 2,50 gebremst. LCP greift ein. Geschwindigkeitsbeschränkung. LCB Ende? Nee. 160. Jetzt wird es natürlich. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen hier. Sind jetzt noch genau 6,8 Kilometer. So, jetzt ist wahrscheinlich gleich auch die LCB zu Ende. Ich bin jetzt gespannt, ob wir LCB gebremst werden oder ob die Feuer zu Ende ist. Aber ich meine, auf dieser Strecke werden wir tatsächlich LCB gebremst. Bis auf 0, bis zum Stillstand. 60. Jetzt müssen wir reagieren hier. Jetzt müssen wir reagieren. So, dann setzen wir die mal komplett zurück. Jetzt los. Jetzt aber 60. Jetzt hier ab. Ganz ruhig, wo sind wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir machen einfach mal 40. Und dann machen wir erstmal nichts verkehrt mit. Sowieso gleich rund zu erwarten. Sicher. So viel zum Thema LCB gebremst.
Das ist also nicht der Fall. Gut. Ich bin wieder ein Stück schlauer. So, das haben wir doch alles hingekriegt. Ohne größere Zwischenfälle, würde ich sagen. So, jetzt nicht noch zum Schluss, zum guten Schluss, die 27, die muss jetzt nicht sein. Das rote Signal wieder unmittelbar, dahinter. Das hasse ich ja wie die Pest. Aber wirklich unmittelbar dahinter. Sehr, sehr schön. Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit erreicht von 336 km/h. Gute Arbeit. So, was dann jetzt abgeschlossen oder? Wie sieht's aus? Gut gemacht, die haben den Geschwindigkeitstest abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob wir da Diamanten erhalten oder wie auch immer. Na, Gold. Okay, für Diamant hat es nicht gereicht, aber Gold immerhin. So, das Ganze hat uns natürlich ein wenig nach oben gebracht, levelmäßig. Bin ich auf Level 70, Schnellverstrecke Kassel Würzburg auf Level 9 und die BF401 auf Level 10. Benötigt haben wir für das ganze Szenario 1 Stunde 3:02 für eine gefahrene Distanz von 182,94 Kilometer. Das war das Szenario ICE-Brecher. Ich finde ein sehr, sehr schickes Szenario, um mal zu zeigen, was der ICE 1 eigentlich alles so kann. Geschwindigkeitsmäßig und wenn euch dieses Video-Szenario gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen wunderschönen Sonntag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir vor allem treu. Habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Bye, bye.